Was ist mit unserer Verabredung? Bleibst du bei Charade heute Abend? Ich bin obdachlos, du musst mir helfen. Ja, was soll ich mit Jessica machen? Soll ich die rausschmeißen? Was weiß ich? Olli, du musst mir helfen. Dana, hey. Komme gleich. Dein Gespräch mit Marlene, das stehe ich jetzt nicht durch. Olli, du musst mir helfen. Oh Mann, Leute, Moment, ja? Okay, du kannst bei uns pennen, alles andere sehen wir morgen. Und du bringst Andi nach oben. Sucht euch schon mal schöne Begriffe für die Charade raus. Wenn ich euch nachher sehe, will ich gute Laune haben, es ja nicht auszuhalten. Ich muss mich um Andi kümmern, dem geht's nämlich nicht so gut. So, jetzt zu dir, was los? Jessica, vielmehr Linie Clarisse. Ja, wieder die Parfümwerbung? Ja, sie will diese Kampagne unbedingt durchziehen. Die Motive sind sogar schon im Internet zu sehen, von Jan und Julia. Du weißt, was das für Arno und Julia bedeutet. Ja, aber was soll ich denn da machen? Ja, wir müssen Jessica irgendwie ausbremsen. Ich dachte jetzt, wo sie deine Mitbewohnerin ist. Willst du auch, dass ich sie vor die Tür setze? Charlie, ich kann mit dir reden, mehr kann ich nicht versprechen. Danke. Stimmt irgendwas nicht mit Dana? Die war irgendwie so eilig. Dabei habe ich gedacht, wir könnten vielleicht schon ein bisschen ihren neuen Job feiern. Nee, das ist alles okay. Ich glaube, der macht sich Sorgen um Andi. Ja, einen schönen Tag noch. Ich auch. Warte? Ja. Olli, wir müssen dringend feiern. Was denn? Deine neuen Schuhe? Meine bevorstehende Beförderung. Wenn die Insis-Kampagne erstmal richtig läuft, dann kann Frau von Landschall gar nicht anders, als mich zu befördern. Gut, dass du davon anfängst. Da werde ich sowieso mit dir drüber reden. Über Tanja? Du musst diese Kampagne stoppen. Warum sollte ich? Weil ich dich darum bitte. Und weil du damit Leuten schadest, die mir wichtig sind, wie Charlie und Arno. Also echt? Deine olle Tante und Arno Brander sind mir doch sowas von Schnurz. Olli, die Kampagne war meine Idee. Ich habe das Foto ausgebuddelt und die angesagteste Werbeagentur ever. Jessica, bitte, es wird mir wirklich viel bedeuten. Hast du eine Ahnung, was es für Julia heißt, wenn das alles wieder ans Tageslicht kommt? Na, dann hätte sie sich damals wohl besser nicht auf ihren Bruder eingelassen, ne? Olli, ich starte jetzt richtig durch. Und dabei sind ja alle Mittel recht. Hauptsache, du kommst nach oben. Die Werbekampagne ist eine Riesenchance für mich. Vielleicht sogar meine einzige. Du fragst dich, warum du keine Freunde hast. Wer sagt denn, dass ich keine Freunde habe? Und wer braucht die schon? Ich verstehe Helena nicht. Auf einmal liebt sie mich nicht mehr. Tauschen. Ich weiß nicht, was hast denn du im Angebot? Ich habe mit Hagen geschlafen. Was? Mann, Dana, das ist der Mann von deiner Schwester. Sorry, außerdem dachte ich, du wärst über ihn hinweg. Das dachte ich auch. Und? Tauschst du jetzt? Nee. Ach, ihr Depri-Bären. Jetzt aber mal Schluss mit Weltuntergangsstimmung. Die Karten vorbereitet. Perfekt, seid ihr bereit? Nein. Okay, du fängst an. Und weil wir nur zu dritt sind, dann in wechselnder Belegung. Mann, Olli, ich kann das nicht. Andi, wer meckern kann, kann auch Theater spielen. Oder willst du mir erzählen, du kennst die Begriffe nicht? Lass mich doch jetzt hier einfach in Ruhe mein Bier trinken und gut ist. Nein, ist es nicht, weil sich dadurch nichts ändert. Glaub mir, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ach, Dana, komm, dann eben wir beide zum Warmwerden. Ja. Also los. Du den ersten, ich den zweiten? Oh, okay. Bereit? Oder? Müsst ihr gerade sagen, ihr Warmduscher? Hey. Traumfrau? Ja. Sehr interessante Darstellung, die Herren. Vor allen Dingen in der zweiten Runde. Hey. Aber Andis konnte man ja wenigstens noch erkennen. Na, an wen hast du denn gedacht, als du angefangen hast, dich so zu verrenken? Hä? An Marlene an ihrem Wipptisch.
Ja, was denn? Sie ist schön, kann singen, tanzen, schauspielern. Eine echte Traumfrau eben. Tja, du hast aber auch so gar nichts von deiner Schwester. Na, hör mal. Ja, außer natürlich deine musischen, darstellerischen Leistungen. Ja, sonst auch alles. Marlene ist und bleibt die Beste. Deswegen kriegt sie auch Hagen. Und ich verliere Helena. Noch eine Runde. Ihr zwei seid dran. Kommt. Los. Komm. Ach nee, lass mal. Warum habt ihr denn nicht Bescheid gesagt? Ich hätte auch Bier mitgebracht. Ach du, das war so eine ganz spontane Idee. Aber noch ist ja noch Zeit. Wir könnten Zweierrunden machen. Ach, du hast doch bestimmt total viel zu tun, jetzt wo du befördert wirst. Naja, aber eigentlich. Heißt das, nicht. Du hast dich umentschieden? Heißt es nicht? Jeder muss sehen, wo er bleibt. Na dann viel Spaß mit deinen neuen Schuhen. Sag mal, ich wollte ja auch nicht stören. Was ist eigentlich mit euch los? Nichts. Jessica hat nur gerade gemerkt, dass man im Leben nicht alles haben kann. Sorry, ich muss mich beeilen. Ich bin auf eine Hammerparty eingeladen, nur VIPs. Ihr versteht sicher, dass ich euch da nicht mitnehmen kann. So ein Ärger aber auch. Mir bricht's das Herz. Spaß auf deiner Party. Werde ich haben. Für unterwegs. Dann Grüße an deine ganzen VIPs. Dass es dir doch langweilig wird. Hier, kannst du behalten. Auf der Party gibt's eh nur Champagner. Wer trinkt ja schon Bier? So, Schluss mit Frust. Dann, wo waren wir stehen geblieben? Zweite. Kotzen. Übel. Kotzen. Kotzendes Herz. Herzensbrecher. So, ich würde sagen, für heute ist Schluss mit der lustigen Scharade. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Ach, hey, mir geht's auch beschissen. Das wird schon wieder. Und du bist nicht alleine. Wir schaffen das. Muss ja eine heiße Nacht gewesen sein, wenn du jetzt erst nach Hause kommst. Boah, das war eine Hammerparty. Für jemanden auf der Überholspur siehst du nur so mittelglücklich aus. Da war auch keine Party. Echt? Ja, ich hatte einen total beschissenen Abend. Das tut mir leid. Ach, ich habe die Kampagne übrigens abgesagt. Was? Ja, wer will denn schon mit so einem Uralt-Foto an den Start? Ich brauche was Junges, Frisches. Aber ich musste da ja schon ein ziemliches Opfer bringen, ne? Ich meine, die Kampagne hätte meine Karriere nach vorne katapultiert und mir einen der gefragtesten Jobs in der Branche gesichert. Aber ich dachte, so unter Freunden. Wow. Das hätte ich nicht gedacht. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Komm mal her. Ich bin echt stolz auf dich. Sag mal, findest du, dass ich fette Waden habe?